Herzlich willkommen zu Let's. Herzlich willkommen zu Let's Play WoW. Ja, wir fangen heute Nacht an mit BFA. Wir sind gerade live. Gut, wir sind nicht live, wir nehmen es gerade auf. Ein guter Kollege, Martin und ich, wir wollten die ersten paar Quests mal als Gruppe machen und mal wieder reinschauen, so wie es ist. Martin, kannst ja auch mal Hallo sagen. Hallo. Das ist sehr schön. So, dann können wir mal die erste Aufgabe annehmen. Es ist fast 0 Uhr, aber wir haben schon die erste Aufgabe genommen. So, wir sollen nach Silithos. Treff mal die Bronzebart. Okay, das werden wir machen. So, Martin, wartest du auf mich? Du weißt wahrscheinlich am besten, wie wir da hinkommen, ne? Naja, ich vermute einfach mal, wir nehmen das Portal, was mit der 1 markiert ist. Da hast du recht. Dann werden wir gleich mal nach Ulduar, ne? Ja, genau. Das ist ja sowieso anmarkiert. Und jetzt fliegen wir alle raus. Im Ladebildschirm. Ja. Freust du dich? BFA ist draußen. Bist du da? Ja, ich bin da. Warte. Ich muss erstmal aufmounten. Ich bin da. Oder willst du deinen Doppelflugmount nehmen? Das ist eine Idee, muss ich aber erst raussuchen. Ist mir nur so gerade so eingefallen. Leicht einen Tick nach. Was macht ja Sinn? Die Questreihe hat ja auch mit Silithos mit dem Schwert da angefangen. Ja, wir hätten gleich hierher gehen müssen, ne? Doch egal. Jetzt werden wir, glaube ich. Warum fliegst du denn schneller als ich? Das war schon immer so. Weil ich ein gottverdammter Dekar bin. Ja, jetzt bist du sogar schon wieder weg von mir. Jetzt werden wir erstmal direkt unsere Waffen zerstören. Ich gehe ganz stark von aus. Yippie. Die wir so lange, ein ganzes Jahr, unser Blut und Schweiß reingesteckt haben. So, für die Leute, die es noch nicht wissen, das ist das Schwert von Sagaras, oder? Genau, das war doch das Schwert hier, ja. Und Martin, der fliegt einfach immer weiter. Ich komme gar nicht mehr hinterher mit meinem Proto-Drachen. Na komm, ich flieg runter. Die Wunde, Silithos. Oh. So, jetzt machen wir unser Special Mount. Martin hat sich wieder verwandelt und ab geht die Post. Frag mich nur, ob es unten oder oben ist. Warum haben die schon bei mir in der Gilde das alles schon abgeschlossen, die erste Aufgabe? Weil ihre Zeit nicht damit verbracht haben, um zu reden, sondern direkt losgeflogen sind. Aber ich bin geflogen beim Reden. Fliegen wir jetzt langsamer oder kommt es mir nur so vor? Kommt dir nur so vor. Okay. Das Mount sieht anders aus und du hast deinen Bezugspunkt, nämlich deine eigene Fluggeschwindigkeit nicht mehr. Okay, ich vertraue dir einfach mal. Du hast schon immer recht gehabt, wo wir lang müssen. Ich habe keine Ahnung hier. Ne? Ich habe mir vor diesem Add-on überhaupt nichts angeguckt. Ich auch nicht. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt eine Videosequenz hier uns angucken. Unsere Welt braucht uns, Champion. Vergesst, zum Eingang der Kammer geht es hier entlang. Oh, in die Kammer Kommt müssen wir. Schnell. Können wir rein? Ja. Bist du doch? Diese ja. Kammer ist verloren. Sie hält nicht mehr lange stand. Ich glaube, das ist Single. Azeroth schreit vor Schmerzen. Okay. Dann müssen wir die Aufgabe abschließen hier einzeln. Oh, jetzt geht ein Video. Azeroth ruft euch. Sie bietet euch ein Geschenk. Geformt aus ihrer eigenen Essenz. Das Herz von Azeroth selbst. User joined your channel. Servus. Hallo. Wo startet? Erfüllt dieses Amulett mit Macht. Wir waren gerade im OG. Ist möglich, der einzige Weg, sie zu retten. Krieg dich dann nach Silithos, ja. So, da haben wir ja schon mal das erste schöne Video gesehen. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wer dazugekommen ist. Du bist live dabei bei der Aufnahme.
Das ist sehr schön. Azeroth schreit vor Schmerz. So, jetzt haben wir das Herz von Azeroth. Na, toll. Also, wow. Und gleich eine Verbesserung. Wo ist es denn? Können wir es schon anlegen? Wo ist es denn hin? Ist es gleich an? Doch, habe ich schon direkt an. Sehr schön. Unsere Welt muss geheilt werden. Vergesst das Siegel an dieser Kammer schützt die Weltenseele. Aber durch all das hereinbrechende Azerit hält das Siegel nicht mehr lange stand. Wenn ihr so, dann werden wir mal unser Herz mal ein bisschen auftanken, ne? Mit Azerit. Sollte seine Macht das Siegel der Kammer erneuern. Naja, ich wechsle meinen Channel. Danke. Bis dann. User left your channel. Da haben wir die Aufgabe abgeschlossen. In der Mitte noch? Das sieht schon echt geil aus, ne? Ich glaube, es funktioniert. Weiter! Nur noch ein bisschen! User joined your channel. Mahlzeit. Mahlzeit, Fanny. Jetzt kommt der nächste in Live-Aufnahme. So, und da haben wir die Aufgabe auch abgeschlossen. Die Kammer ist gerettet. So, was nimmt man denn? Du weißt doch, wie das ist. Es ist neu, alle wollen quatschen. Quatsch. Ich bin gerade aufgestanden. Was mit Robert? Warum kommt er nicht runter? Weil Robin aufnimmt. Und? Du, ihr seid live dabei. So, sprecht mit, auch hier mit dem Pestrufer in Ogrimmar. Hast du die Aufgabe auch? Am Herzen. In dunklen Zeiten wird es euch den Weg weisen. Ja. Ich werde nach Wegen warte, suchen, ich geh erstmal hier raus. Zu heilen, die Azeroth erlitten hat. Wenn ich eure Hilfe brauche, oh, das ist der Mann ich da. Euch über diesen Talisman. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. So, bist du auch da? Sehr schön. Ich habe den Channel gewechselt, wie bei unserem Filme. Ja und? Lass mal doch Filme. Ja, muss man wieder aufpassen, was man sagt. Ach, Geschmarri. Na klar, ihr wisst, so werbetechnisch können wir nicht so böse Wörter sagen. Okay. Wann haben wir es hier zuletzt so böse Wörter gesagt? Kann man aufzählen. Definier böse Wörter. Ah. Darf ich ja nicht sagen, ne? So. Okay. Ey, ist klar, die belagern ihn alle, ne? Er wird total belagert. Nein, ich bin gerade aufgestanden. Unser Kriegshäuptling verlangt nach euch. Ja, ob jetzt bis 4 aufstehe oder bis 4 zocke, ist doch wurscht. Und Geheimhaltung. Wird. Du hast schon richtig, dass ich nach Silidus muss, oder? Ja. Okay. So, und dann wären wir mal zu unserer Kriegsfürstin. Also ich werde immer ein bisschen schon was reden, ne? So, jetzt kommt ein Video. Ich brauche jemanden, dem ich uneingeschränkt vertrauen kann. Die Horde gewinnt diesen Krieg nur mit Verbündeten. Wir haben ja auch 4 Minuten Vorsprung. König hat etwas, das ihm nicht gehört. Ja, ich will aus. Es zurück. Ihr müsst Sturmwind infiltrieren und einen politischen Gefangenen befreien, der den Verlauf des Krieges entscheiden könnte. Zu unseren Gunsten. Seid ihr der Aufgabe gewachsen? Der Kammer. Naja, wir enttäuschen euch nicht, meine Königin. Oh, davon bin ich überzeugt. Ich habe schon einen Trupp für euch zusammengestellt. Holt mir meine Beute. Okay, dann lernen wir mal unser Team kennen, ne? Cool. Ich mir gleich eine Kettle. Was, die Kettle nicht nur gleich? Das ist schön. Oder? Manische? Das Herz von Ab. Grüße. Hey, Mann. Gut. Die hat's. Wo ist die? Alle sind hier. Ach, die hat man schon an. Hey, cool. Wie, es gibt schon 3 Leute, die 111 sind. Wie geht das denn? Raus damit. Absorbiert Azerit.
Schließ das Szenario ab. Okay, dann werden wir das mal abschließen. Ich habe einen Trank für jeden von euch. Aber trinkt ihn noch nicht. Ah, ich will in Ruhe questen. Soll mich hier nicht nerven. Meine Königin hat für alles vorgesorgt. Unser Transportmittel wartet auf der Stadtmauer auf uns. Lasst uns aufbrechen. Bist du schon unterwegs, Martin? Ja, ich sitze auf dem Kriegsadler. Und ich finde es faszinierend, dass wir Selbstmordgift mitnehmen sollen. Diese Kriegsadler werden uns zu unserem Ziel bringen. Seid ihr bereit? Dann ich fliege jetzt auch los. Okay, jetzt kriegt man nur noch einen Kopf oder Schultern. Was nimm ihn doch? Ein Kopf. Ich habe auch einfach einen Kopf genommen. Ja, mal der Wasch sein, ne? So. Kopf ist so nicht. So, da sind wir ja schon fast in Sturmwind, ne? Ja. Ich nehme die Schultern, wenn ihr den Kopf nehmt. Also, du musst wieder aus der Reihe tanzen, ne? Klar. Schlimm mit dir. Dir kann man nichts mit downloaden. Und ich hoffe, dass ihr auch das Video alle fleißig anklickt, ne, wenn ihr schon alle live dabei seid. Kommt wahrscheinlich morgen oder übermorgen online, weiß ich noch nicht wann. Aber findest du es nicht seltsam, ein Video zu gucken, wo du schon weißt, was alles passiert? Wie bitte? Wenn wir alle live dabei sind, wissen wir doch, was passiert. Das ist ja egal. Da könnt ihr mal eigentlich eure Schmutzwörter hören. Schmutzwörter? Azaritbonus. Wir haben keine Schmutzwörter. Da los. Er sagt, kennt der Robin uns schon so lange, aber er glaubt immer noch, wir verwenden Schmutzmörder. Ja, das ist unser Standardwort, Schatz, hallo. Ab ins Abwasser, na ganz toll. Schöne Scheiße, ne? Ja. Werden wir wieder bei den Schmutzwörtern werden. Weißt du, wen wir, glaube ich, jetzt holen? Was? Ne, ich meine, Martin. Bist du auch hier? Oder bin ich alleine hier? Aber wir sind, glaube ich, distanziert hier drin gerade. Wie komme ich denn am besten ins Verlies da lang, ne? Andere Frage, habt ihr euren Warmout an oder aus? An. An. Bringt mehr, oder? Ja, 10% an sich ja. Okay, dann lass bessere Belohnungen angeblich. Und dazu sind wir sowieso Frostwolf-Spieler, wir hatten schon immer Warmout an. Stimmt. Lernt euer Team. Manni, Martin, wie komme ich denn am besten ins Verlies? Da oben lang ist das, ne? Du musst doch da in dieses Kanalding steigen und dann bist du auch drin. Ich kämpfe mich gerade hier durch die Allianz, war das falsch? Ja. Okay. Du bist doch dann da und dann machst du so eine Holzklappe auf und dann ist da ein Strudel, da stellt sich rein und dann bist du im Verlies drin. Ach, da sehe ich das schon. Ja gut, ich töte hier schon die ganze Zeit die Allianz. Ach da. Löblich, aber unnötig. Okay, jetzt bin ich drin. Danke dir. Ich meine, hier drin gibt es auch genug Allies zum Töten, aber... Lass mich raten, ich weiß, wen wir, glaube ich, befreien. Da wäre ich mir noch nicht so sicher. Nee? Kümmert ihr euch besser drum. Dauerfahren gefallen. Jawohl, da bist... Sehe ich dich? Ich weiß nicht mehr, doch, wie viel doch. Zeit ich in dieser Zelle verbracht habe, aber es spielt doch keine Rolle. Nach allem, hat jemand schon die Berufe, Heinis, kehre ich niemals die was? Ihre Haupt ja, zum Berufe erlernen. Vergesst niemals den Unterschied zwischen Loyalität und Ehre. Ich hätte die nämlich gern recht und schnell. Betet, dass ihr niemals wählt. Ja, noch bei der Startquest. Wird wahrscheinlich in der ersten Stadt oder so sein. Wir wissen beide, ihr seid nicht wegen mir hier. Die ihr sucht, findet ihr am Ende des Gangs. Ich verstehe. Ihr seid euch sicher, Hochfürst? Komm, Champion. Hier bin ich. Okay. Loktar.
So, Martin, dann metzeln wir mal ein bisschen, ne? Ich brauche einen. Wozu bin ich sonst ein Tank? Genau. Der Mann ist zuerst etwas anvisieren. Ich habe kein Ziel. Wie holen wir denn jetzt hier? So viel Spaß. Ich habe mir heute extra die Tankwaffe und so geholt, alles. Tank und Schild. Hm, danke. Mein Prophet sagt, ihr seid auf unserer Seite. Ja, Moment, bleibt beim Furor. Da machen wir Maskenlaune. Ihr seid die Schlange, die. Wir sind hier auf Geheiß der Host. Ja. Ich bin Talisker. Ja, der andere, der. Und das ist Rokan. Der Waffen ist langsam. Vorstellungen. Ja, der Waffen, da habe ich immer Probleme mit der Wut. Regelt alles ab! Ja, das kommt irgendwie. Das ist echt fieser Voodoo. Ab ins Abwasser, ja. Ich bin ja immer so weit weg. Ein Nullifikationsfeld. Ich kann nicht zaubern. Ich bin auch noch unterwegs, ey. Mir nach, los! Das Verlies. Wir müssen hier weg. Martin, bist du hinter mir oder bist du weg? Hinter dir. Wie kommen wir raus? Hier lang. Das wäre ein Fehler. Wir müssen in die andere Richtung. Wehe, das stimmt nicht. Bleiben wir dann auf Klingzeichen des Gifts, das ist so. Willst du aber nicht ausprobieren. So. Momentan. Ich brauche ein Ziel. Als letzter Ausweg steht da. Das, ja. Das haben wir bestimmt Sauerfang da gelassen. Nee. Wenn wir den Sauerfang befreien, denke ich einmal. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Der will in seiner Zelle bleiben. Verstehe ich ihn auch. Ich würde wahrscheinlich auch nicht mehr mitgehen. Szenarios für jeden Einzelnen, oder wie? Das in der Gruppe machen. Ich habe kein Ziel. Das kannst du auch in der Gruppe machen. Gruppe, ja, also wir sind jetzt. Ich muss zuerst wir sind jetzt zusammen in Köln. Ich habe kein Ziel. Ich muss näher heran. Ah, stirb, du Zwerg, stirb! Geht die Klappe jetzt da auf? Muss die Schlösser wegmachen, Manni. Ach, da? Oh Gott. Ja, ich muss erst aufwachen. So, Martin, ich unterstütze dich mal ein bisschen, ne? Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Uns hält keiner auf. Nicht angenehm. So, bist du auch draußen? Ja. Dann los. Bleibt zusammen wie ein Team. Was habe ich euch über Dummheiten gesagt? Ich wäre dafür, dass wir es alle abmetzeln. Hergehört, Bürger von Sturmwind! Infiltratoren der Horde sind ins Verlies vorgedrungen. Zivilisten sollten in ihren Häusern bleiben, bis die Gefahr gebannt ist. Oh, kommt doch raus, ihr Zivilisten. Wir töten euch auch. Die können ruhig rauskommen, ne, Martin? Wartet kurz. Weiter. Ich wäre dafür, wir töten sie alle. Ja, aber... Einfach unwahrscheinlich, dass man gegen die komplette Allianz gewinnt. Was habe ich euch über Dummheiten gesagt? Außen soll die Allianz doch nicht wissen, dass wir die befreit haben. Da hast du natürlich recht. Wobei sie es natürlich wissen, weil sie uns im Gefängnis aufgehalten haben, aber... Kommt, gehen wir über die Brücke. Außer euer Prophet hat ein Problem damit. Keine Sorge. Wir kriegen schon mit, wenn sein Leben. Aber wir können hier jetzt schon 111 sein. Doch egal. Rein in den Kanal. Sofort. Dann nehmen wir ein Szenario. Wegen euch gehen wir noch drauf. Ey, wenn die uns jetzt hier beschießen, dann sind wir weg. Bleibt wachsam. Laut dem SE7 ist der Feind in der Nähe der Burg gesehen worden. Sie oh, können der König. Nicht weit sein. Eure Wachsamkeit ist unser Schutz. Der König. Oh, den würden wir
könnten wir töten. Eine kleine Vorwarnung. Lasst uns ja nicht auffliegen. Die war offensichtlich nicht nötig. Keine Unterbrechung mehr bis zu den Docks. Sag, wenn's losgehen kann, Champion. Sprichst du an? Ja. Los geht's. Bleibt zusammen. Und weiter geht's. Lasst uns ja nicht auffliegen. Die Jagd. Ja, ich bin mit meiner alten Gilde unterwegs. Ihr hört sie ja natürlich auch alle im TS. Teilweise ein bisschen lauter, ein bisschen leiser. Aber wir verbringen den Abend immer so. Also was heißt, wir haben die letzten Addons immer auch immer zusammen gespielt. Seid ihr lebensmüde? Gerade schleichen wir uns aus Sturmwind raus. Wo sind die Wachen? Suhl ist relativ ruhig. Vielleicht ist es nichts. Nun, das wird eine Falle sein. Ist es nicht. Hunde, ich wusste es. Oh, lass uns Graumähne töten. Es sind zu viele. Die Barriere wird nicht halten. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Wir töten sie alle für die Horde. Ich habe sie gefunden, mein König. Ich bringe euch ihre Häute als Trophäen. Der alte Wolf hat uns gewittert. Wir müssen hier weg. Ihr gehört mir. Hier riecht es nicht angenehm. Ja, ja. Ich greife den alten Wolf gerade an. Das ist nicht die gute Idee. Okay. Vermutlich diese Tatsache mit seinem Totenkopf-Level und... Aber wo läuft er denn jetzt hin? Wieder dahin zurück, wo er herkam. Bevor du angegriffen hast. Okay, ich habe mich auch totgestellt. Für uns. Ich brauche ein Ziel. Wir müssen Deckung suchen. So. Tod und Hass der Allianz. Sieh an. Das kann ich brauchen. Ey, der hat mein Tier getötet, ne? Der Sack. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Wir müssen zurück zu den Kanälen. Mir nach! Hier, ja, wir sind immer noch außer Flucht. Weiter. Aus Was Sturmwind. Denn nun schon wieder? Ich wusste, die Horde kann grausam sein. Rücksichtslos in ihrem Streben nach dem Sieg. Aber das ist Irrsinn. Ihr werdet hier sterben. Und ein namenloses Grab wird alles sein, was von euch bleibt. Oh, die kann ich ja richtig leiden. Ein Kampf wäre ausweglos. Lauft! Die Jaina, die kann ich ja richtig leihen, nachdem sie uns so zugerichtet hat. Voll OP, die Alte. Ja. Und sie ist hinter uns her. Ja, ja. Und der alte Wolf auch. Man sollte meinen, eine Stadt aus Stein ist weniger entzündlich. Ihr seid echt ein grausamer Feind, Suhl. Ich habe kein Legt Feuer in Sturmwind, das wollte ich schon immer mal tun. Ja, geil. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Der Hafen! Wir müssen weiter! Ja, wir müssen weiter. Oh, der Pechrufer. Sprich du ruhig an. Achtung, die Vorzeigediplomatin der Allianz scheint diesmal keine Gefangenen zu machen. Was? Die Vorzeigeposition? Was hat er gesagt? Vorzeigediplomatin. Ja, als ob. Die alte Pflaume. Ich glaube, es war von ihm noch nicht so ganz so ernst gemeint. Und was spielt ihr zuerst hoch? DK. DK, ne. Bis hierher und nicht weiter! Sie blockiert unseren Fluchtweg!
Hört auf zu gaffen und durchbrecht das Eis! Ihr werdet in dieser Stadt keinem mehr Leid zufügen! Sterbt, Horden! Wir wollen doch auch nur weg, wir wollen keinem Leid zufügen. Ja, echt mal. Mein Loa erhört uns. Mächtiger Resan, leiht mir eure Kraft! Ich brauche ja, Jaina, hast du keine Chance. Ich habe kein Ziel. Ich kenne zwar keinen Resan, aber ich schulde ihm meinen Dank. Ihre Streitkräfte müssen aus Lordaeron zurück sein. Wie überwinden wir so viele? Dafür wurde gesorgt. Seht selbst. Angriff! Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, da haben wir schon fast. Sind wir fast aus Sturm und draußen. Ich habe kein Ziel. Mit der Hilfe von Martin. Ja, das ist mal eine besondere Folge. Ich habe noch nie mit wem aufgenommen, ne? Ihr wisst es. Mal gucken, wie weit wir auch heute noch kommen. Martin, gib alles. Ich muss erst etwas anvisieren. So. Ich brauche ein Ziel. Schuss. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Pass auf, gleich kommt sie wieder mit ihren Kriegsschiffen und beschießt uns. Ich brauche ein Ziel. Wenn sie Spaß dran hat. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass sie das Ding noch hat. Klar, in der Garage. Ich nehme die Flugzeuge. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Oh, ich hänge hinterher. Immer noch tot und hast Allianz. Ihr werdet sterben. Das macht Spaß. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Irgendwie ist es ein bisschen zu leicht. Ein bisschen, auch nur ein bisschen. Hier. Aber ich glaube, die wollen nicht, dass man schon bei der Startquest scheiße war. Das stimmt natürlich. Oh, die Hochbergtauren. Lasan, der schlaue Elchmacker. Ich brauche 20 dieser Vögel. Die Schildwache hält uns auch nicht auf. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Sie folgen uns nicht? Wozu auch? Sie steht ja schon vor uns. Aber ich glaube, ja. Ich weiß warum. Seht. Und jetzt das Highlight, wir töten sie. Unwahrscheinlich. Ich weiß. Unschuldige getötet. Aber hier endet euer Ich kann dieses Ziel Ausbruch. Nicht angreifen. Ergebt euch und ich bringe euch ins Verlies zurück, wo ihr hingehört. Dort wartet ihr auf das Urteil des Königs. Bei allem Respekt, wir verpassen unser Schiff. Nur nicht so voreilig. Ihr könnt uns überwältigen und vermutlich auch töten. Aber die Uhr tickt. Nein, das kann nicht sein. Mir scheint, die Hilfe von dem Magier mit euren Fähigkeiten käme gerade sehr gelegen. Das hier ist noch nicht vorbei. Wer euch ärgert, dem sollen die Loa beistehen, Sue. Ich glaube, das Wort, das ihr sucht, ist Danke. Kommt, wir segeln nach Suldasa.
Aha. Nein, ich habe Befehle, euch zum Kriegshäuptling zurückzugeleiten. Tja, das ist mein Schiff. Also werdet ihr eure Pläne wohl ändern müssen. Das können wir unterwegs diskutieren, Eure Hoheit. Weißt du eigentlich was von der, die wir da befreit haben? Nö. Müssen wir die ansprechen? Ja. Sandala. Soll ich ansprechen? Immer. Hab auch. Sandala ist immer da. Es scheint, die Allianzköter haben unsere Fährte verloren. Gut, gut. Unsere Reise ist schon bald vorbei. Ich hoffe, Silvanas Vertrauen wird nicht enttäuscht. Sie wirkt echt ziemlich machtvoll. Souverän. Immer Herrin der Lage. Es ist eine Ehre, meiner Königin zu dienen. Meine Prinzessin ist auch willensstark und von sich überzeugt. Unser König hat mit ihr immer so seine Schwierigkeiten. O mächtiger Rezan, ich wusste, ihr kommt, wenn ich Rat erflehe. Sprecht, und ich erhöre euch. Ich bring uns Hilfe von der Horde. Aber mein Vater würde mein Handeln sicher verurteilen. Leitet mich. Ihr seid der Loa, der Könige und Königinnen. Meine Augen sehen viel. Sie sehen eure Kühnheit, eure Macht und Feinde. Die beides fürchten. Und die, die nach eurem Untergang trachten, sind hier. Wir brauchen Deckung! Kurs auf die Nebelbank! Die Segel! Wir haben keinen Wind! Wir laufen voll Wasser! Willkommen. Wow. Ha, das ist der neue Ladescreen. Geil, also dieses Video war geil. Die Flucht war geil, der Angriff war geil. Alles war geil. Also ich finde es bisher super, das neue Add-on Battle of Azeroth. So, dann laden wir da nochmal kurz. Und dann würde ich sagen, wenn wir gleich durchgeladen haben, gleich sind wir soweit. Es lädt immer noch. Ja, das Laden lädt gerade bestimmt für 5.000, 6.000, 100. Wer weiß, wie viel das alle gerade spielen. So, da sind wir. So, aber ich beende hiermit die Folge und sage danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen bei Bürgerim LP. Tschüss.